Ja, hey Leute, hier ist wieder Just Eddie am Start mit einem neuen Tutorial, Freunde. Und heute will ich euch was zeigen, und zwar, wie machen wir uns Advanced Elixiere? Ist ganz witzig, Freunde, weil ich habe letztens Genie's Lamp gemacht und habe da ein Item rausgekriegt. Dieses Item wollte ich jemandem schenken, einen Freund von mir. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe gar keine Freunde. Also habe ich ein Item, was ich nicht brauche. So, was mache ich jetzt damit? Das ist aber nicht nur irgendein Item, sondern ein Seal of Moon Item. Und bei den Advanced Elixieren ist das ein bisschen witzig, ja? Wir haben die Möglichkeit, Seal of Star, Seal of Moon oder Seal of Sun Items, die wir nicht brauchen, zu verkaufen oder was auch immer. Oder wir zerstören sie. Und durch das Zerstören passiert eine ganz witzige Sache. Ich zeige sie euch mal. Wir gehen hier zum Schmuckhändler, gehen dann hier auf die Destroy Runners beim Alchemiebereich und kaufen uns einfach. Jetzt hat mein Handy ein Geräusch gemacht. Und kaufen uns einfach mal 100 Destroyer Rondos. Boom. Drücken wir Z und gehen hier auf Dismate. Oder Dismantle. Ups, Dismantle. Nee, gar nicht. Auf Disjoint, Freunde. Wir gehen, nee, doch auf Dismantle. So. Dann nehmen wir dieses Item, dieses Light Armor Item. Und sehen gerade, wir brauchen nicht nur 100, sondern 176. Also gehen wir nochmal hier rein, gehen auf Alchemie und kaufen uns nochmal ein paar. Nochmal, 176? War das 176? Ich glaube irgendwie so, ja. Jetzt gehen wir nochmal auf Dismantle, nehmen das Item und haben jetzt genau richtig alles gleich. So, drücken auf Dismantle und kriegen jetzt was daraus. Und zwar ein Advanced Elixier A-Klasse. Wir hätten dieses Seal of Moon Item jetzt auch plus 5 machen können. Dann hätten wir nicht nur ein A-Grade Elixier bekommen, Advanced Elixier, sondern wir hätten sogar ein B-Grade bekommen. Was die machen, sage ich euch gleich, aber nur kurz nochmal zur Beschreibung. Da steht Advanced Class A Elixier. Das bedeutet, dieses Advanced Elixier ist ein vom Typ Protektor, kann also auf Rüstung angewendet werden, bis Degree 10. Es war ein D9-Item, was wir zerstört haben, und haben ein Degree 10 Advanced Elixier bekommen. Das bedeutet, wir können aufsteigen, bis Degree 10 dieses Elixier benutzen. Also für Degree 1, 2, 3 und so weiter. Auch für Degree 9 zum Beispiel natürlich. So, das ist eine gute Sache, aber das Class A Elixier macht plus 1 höher. Das Advanced Class B Elixier macht natürlich plus 2 höher. Mehr geht nicht. Es gibt kein C-Grade und so weiter. Aber nur, dass ihr das schon mal wisst. Jetzt ist da eine wichtige Sache. Und zwar lasst euch nicht abziehen. Es gibt nämlich, das steht ja auch in der Beschreibung, Used on a Sealed Armor Item. Das ist nämlich quasi ein Sealed Advanced Elixier. Es gibt Advanced Elixiere für normale Items und für nicht, also für Sealed Items. Das ist ein Sealed Armor Advanced Elixier. Das sieht man einmal, das hat diese komische Kugel drumherum, die so rumfliegt auf den Icon. Und wie gesagt, in der Item-Beschreibung steht das. So, wir haben jetzt dieses schöne Item. Wir nehmen jetzt unsere Hände und auf den Händen steht Able to use Advanced Elixier, steht da ganz unten. Also ist da noch keins drauf, weil man kann maximal eins benutzen. Jetzt drücken wir Z, haben hier das Alchemiefenster, wo wir ganz normal Elixiere reintun. Nehmen die Hände, packen die da rein. Nehmen jetzt dieses Advanced Elixier bis D10, packen es da rein. Es kann nicht mehr fehlen, es kann nur funktionöpeln. Also macht euch da keinen Stress. Jetzt müsst ihr aber überlegen, und das ist wichtig: Wollt ihr wirklich ein A-Grade rein investieren und es plus 1 höher machen? Also wird es dann auch plus 6 sein und das wird auch für mich finito sein, ja? Oder wollt ihr doch lieber ein B-Elixier und dann wartet ihr lieber? Weil, wie gesagt, benutzt ihr jetzt ein Advanced Elixier, könnt ihr kein zweites benutzen, auch kein B-Grade und so weiter. Es geht nur ein einziges. Ja, nur dieses schon mal zur Info. Ich ganz ehrlich sage, ey, ich wäre mit plus 5 schon zufrieden gewesen, deswegen plus 6, warum nicht, ne? Also nehmen wir jetzt das alles da, packen es rein, strange, strange, und es klappt zu 100%. Boom. Und haben wir jetzt ein plus 6er Item. Unten steht in Vase Elixiers in Effekt plus 1. Bei einem B-Grade wäre es natürlich plus 2 gewesen. Ja, genau. Und jetzt nochmal wichtig zu sagen: Wie gesagt, es gibt diese Sealed Advanced Elixiere und die nicht Sealed Advanced Elixiere. Die Sealed Advanced Elixiere braucht man immer für SOX-Items. Man kann kein nicht Sealed Advanced Elixier an Sealed Items benutzen. Genau. Dieses Prinzip, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, funktioniert selbstverständlich auch für Schmuck, für die Waffe und für das Schild. Also für alle Elixiersorten
gilt dieses Prinzip, wie man sich da diese Advanced Elixiere erstellt. Jetzt nochmal ganz kurz, um zu erklären, wann kriegt ihr ein Grade A und wann kriegt ihr ein Grade B Advanced Elixier im Sealed-Modus. Ihr müsst ein SOX-Item zerstören, und zwar entweder muss es Seal of Moon plus 5 sein oder Seal of Sun plus 0 oder höher, um ein B-Grade zu kriegen. Um ein A-Grade zu kriegen, reicht es, wenn es einfach SOS ist. Ja. Oder Seal of Moon bis plus 4. Ab Seal of Moon plus 5 gibt es das B-Grade. Genau, nur so als kleine Information. Ihr kriegt immer ein Advanced Elixier vom Grade, vom Degree für das nächste. Also wenn ich jetzt ein D8-Item zerstöre, kriege ich ein D9 Advanced Elixier. Bei den D9 Item zerstören, kriege ich ein D10 Advanced Elixier. Ist ein ziemlich geiles System. Und jetzt haben wir plus 6er Hände. Ich will mich nicht beschweren. Ich würde euch empfehlen, beschwert euch auch nicht. Feiert es einfach. Und in dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.